Hallo, willkommen zu diesem Video von Mathematik macht Freude, Freunde, bei dem es ebenfalls um das Auffinden von fehlenden Koeffizienten in einem Gleichungssystem geht. Hierzu folgendes Beispiel. Trage die fehlenden Zahlen bzw. Koeffizienten so ein, dass dieses Gleichungssystem genau eine Lösung besitzt. Man sieht, dass hier zwei Zahlen bzw. Koeffizienten fehlen. Genau eine Lösung bedeutet, es gibt einen Schnittpunkt bzw. sie sind nicht parallel. Wie könnte man hier nun vorgehen? Schritt 1, jene Koeffizienten auf gleichen Wert bringen, welche vollständig vorhanden sind. Schritt 2, Koeffizientenvergleich so, dass es zum gewünschten Ergebnis kommt. Wie sieht es nun bei unserem Beispiel aus? Ich habe die untere Zahl mal 3 genommen, beziehungsweise die untere Gleichung, damit das jeweils vor dem y 9 steht. Nun zum Koeffizientenvergleich. Sie sollen ja nicht parallel sein. Nicht parallel bedeutet, dass links jeder Wert möglich ist, außer minus 6. Minus 6 würde bedeuten gleiches k und damit Parallelität. Der rechte Wert ist somit egal, weil in dem Moment, wo sie nicht parallel sind, schneiden sie sich so oder so. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke euch für eure Aufmerksamkeit.